Hey zusammen, ich bin's wieder, die Hexe, und ich habe mal wieder endlich ein Bild für euch. Ein Bild, was richtig ganz im Farmen ist, weil der Adclear damit super sauber ist und ihr Champions damit einfach wegschreddern könnt. Sogar in etwas schwierigeren Content. Meine Rede ist von dem Stasis Hunter mit dem alten Exo-Helm, der jetzt nochmal verändert wurde. Und diese Kombination ist einfach super krank. Und wenn euch meine Videos gefallen, könnt ihr sehr, sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich super freuen. Ihr könnt auch sehr gerne meinen Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und vielleicht schaffe ich sogar noch dieses Jahr die 5000 Abonnenten. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und lasst sehr gerne noch einen Kommentar für den Algorithmus da. Also worum geht es? Es geht um den Feindfinder. Der war ja früher im PvP ziemlich gut. Man hat nämlich Feinde gemarkt, auch hinter der Wand. Und ab 25% Leben hat man mehr Schaden gemacht, ungefähr. Jetzt hat dieses Exo einen kompletten Reroll bekommen. Jetzt ist es nämlich so, wenn wir einem mächtigen Gegner oder halt einen Hüter mit Fähigkeiten Schaden machen, erhalten wir 10 Sekunden ungefähr Bonusschaden für den Fokus, den wir ausgerüstet haben. Dieser Schaden ist nicht nur mal 3, wie wenn wir 3 von den Vogomods drin haben, sondern der ist mal 4. Und jedes Mal, wenn der ausgelaufen ist, können wir den sofort wieder procken. Und wenn wir auch noch diesen Gegner dann töten, dem wir Schaden mit den Fähigkeiten gemacht haben, bekommen wir direkt zusätzlich noch eine elementare Aufladung. Und auf den Hunter spiele ich Stasis. Ich habe das waghalsige Ausweichen dabei, dass ich meinen Nahkampf wieder bekomme ziemlich schnell, damit ich damit halt auch nochmal den Buff oft procke. Dann habe ich die Gletschergranate dabei. Man würde jetzt sagen, oh, die lädt ja voll langsam auf und macht keinen Schaden. Da ist es ja eben, wenn wir das zusammen mit dem Fragment bis bei der Risse spielen und auch noch Splittersprung reinnehmen, macht diese Granate richtig viel Schaden und außerdem mit den ganzen Mods, die wir drin haben, regeneriert sich die Granate richtig, richtig schnell. Dann der andere Aspekt ist düstere Ernte. Wir machen Stasiskristalle und wenn wir die aufsammeln, bekommen wir unseren Nahkampf schneller wieder zurück. Dann wie gesagt Splittersprung und dann noch als Fragment habe ich Wisper der Bruchstücke. Wenn wir einen Kristall zersplittern oder halt irgendeinen eingefrorenen Gegner, wird unsere Granatenaufladerate erhöht. Das geht bis zu 10 Sekunden. Dann noch Wisper der Ketten. Wenn wir in der Nähe von einem eingefrorenen Ziel sind oder von einem Kristall von uns, bekommen wir Widerstand und dadurch bekommen wir weniger Schaden. Dann habe ich noch drin Wisper der Gefangenschaft. Die Verlangsamungseffekte halten länger an. Das sorgt dafür, dass die Granate zum Beispiel länger stehen bleibt oder auch die Gegner länger eingefroren sind und länger verlangsamt sind. Dann wie gesagt Wisper der Risse. Wenn wir ein eingefrorenes Ziel oder ein Stasiskristall zerstören, macht die Explosion mehr Schaden. Und dann habe ich noch Wisper des Reißens, denn wenn wir einen eingefrorenen Gegner haben oder halt die Stasiskristalle, obwohl wir die auch so zersplittern, machen wir mit Primärmunition mehr Schaden. Das kann man auch noch austauschen, ich sag mal ein Flexbot. Ich packe mir zum Beispiel gerne noch Wisper der Verwundheit rein. Einfach weil oft Gegner durch das Zersplittern der Granate sterben und wieder durch Sphären der Macht erschaffen. Oder man könnte auch Wisper der Leitung reinnehmen. Da kriegen wir auch nochmal Belastbarkeit. Und die Bruchstücke in der Nähe folgen uns. Oder auch Wisper des Raureifs. Wenn wir ins Stasis-Bruchstück aufnehmen, bekommen wir ein kleines Überschild. Gehen wir jetzt mal über zu den Mods. Auf dem wunderschönen Helm habe ich einmal drin Spezialmunitionsfinder. Einfach, weil das Exo, womit wir spielen, sehr wichtig ist, sage ich mal. Und es schon nicht schlecht ist, wenn wir genug Spezialmunition haben. Dann harmonischer Siphon. Schnelle Todesstöße mit einer Stasiswaffe diesmal. Sorgt dafür, dass wir Sphären der Macht erschaffen. Und dann habe ich noch Dynamo drin. Wenn ich in der Nähe von Zielen ausweiche, bekomme ich schneller meine Super wieder. Dann auf den Arm habe ich einmal Fokusangriff, gewährt Klassenfähigkeitsenergie, wenn ich Schaden mit meinem Nahkampfangriff mache, eine Schlaginduktion, Schaden mit dem Nahkampfangriff, reduziert unsere Granate, die Abklingzeit und dann habe ich halt noch Granaten-Kickstarter drin, einfach damit die Granate da auch nochmal schneller da ist. Auf der Brust habe ich eigentlich noch aufgeladen drin, einfach damit ich 4 Stapel von Rüstungsladungen bekomme und dann schneller die Granate wieder aufladen kann und leere Widerstand, je nachdem was man halt gerade für eine Aktivität spielt, kann man da natürlich auch was anderes rein. Dann auf den Schuhen habe ich einmal schon besser drin. Wenn wir eine Sphäre der Macht aufnehmen, bekommen wir unsere Gesundheit zurück und unser Schild lädt sich sofort auf. Dann habe ich noch Elementarladung. Wenn wir nämlich ein Stasisbruchstück aufnehmen, haben wir eine Chance, die nicht mal so gering ist, also mir passiert das ziemlich häufig, dass wir eine Rüstungsaufladung bekommen. Und dann noch Absolution, wenn wir eine Sphäre der Macht aufnehmen, reduziert sich die Abklingzeit aller unserer Fähigkeiten. Und auf den Umhang habe ich jetzt noch Boomer drauf. Wenn wir die Klassenfähigkeit einsetzen, bekommen wir eine schnellere Granatenabklingzeit, dann noch mächtige Entziehung. Wenn wir ausweichen, sammeln wir alle Sphären in der Nähe ein und nochmal Schnitter, wenn wir
Vision sind und machen danach einen Kill, schaffen wir auch nochmal eine Sphäre der Macht. Und jetzt kommen wir zur Exo-Waffe. Arkans Zepter. Zum Ad-Clear eine wirklich geile Waffe, weil wenn man einen Gegner killt, werden alle Gegner um einen herum eingefroren und die kann man dann auch nochmal zersplittern. Noch dazu funktioniert das halt super mit unserem Exo-Kopf. Und was vor allen Dingen ganz wichtig ist, ist der Cut. Wenn wir nämlich unsere Super voll haben, die eh nicht so wirklich viel Schaden macht, weil sie nur so ein Eiswirbel ist, können wir unsere Nachladetaste gedrückt halten. Dann wird der Strahl verstärkt. Unser Magazin ist auf einmal doppelt so voll wie vorher. Und außerdem friert es alle paar Sekunden den Gegner einfach komplett ein. Wenn wir das dann auch mit unseren Helm procken, hauen wir einen ziemlich guten Schaden raus, womit wir einfach Champions wirklich wegmachen können. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel noch als schwere Waffe noch auch nochmal eine Stasiswaffe, damit ich einfach noch ein bisschen mehr davon profitieren kann, von dem Helm. Ich habe hier jetzt aus dem neuen Dungeon den Raketenwerfer, der ziemlich gut sein soll. Ich habe jetzt hier leider keinen God-Roll, aber es ist nah dran. Teilweise kriege ich nämlich 3 Schüsse in einem Magazin, was nicht schlecht ist. Aber ich habe auch zum Beispiel schon ein bisschen mit dem Granatwerfer aus Lightfall gespielt, der auch Stasis ist. Der macht auch recht guten Schaden dann. Mein Artefakt sieht wie voll aus. Nichts Besonderes. Das Einzige, was halt wichtig ist, beziehungsweise nicht wichtig, aber schon echt gut, ist oben rechts der letzte Perk. Wenn wir nämlich Fähigkeitsschaden verursachen, bekommen wir einen Buff von 10% nochmal zusätzlich obendrauf für 5 Sekunden. Für die Waffe, die halt auch unserem Fokus entspricht, womit wir den Schaden gemacht haben. Also das ist auf jeden Fall noch ein nice to have. Und worauf ihr achten solltet, ist Disziplin und Belastbarkeit ganz weit oben zu haben. Zumindest spiele ich aktuell so und komme damit ziemlich gut klar. Mobilität habe ich jetzt noch, hätte ich gerne noch ein bisschen weiter oben gehabt, einfach damit ich noch ein bisschen schneller dodgen kann, damit die Granate noch ein bisschen schneller auflädt. Aber ja, das ist es soweit. Dieses Bild ist jetzt kein super Solo-Endgame-Ich-mach-alles-Bild, aber es ist für schwereren Content auf jeden Fall gut zu gebrauchen, allein schon wegen dem Schaden. Ich habe noch nicht ausprobiert, wie es funktioniert, wenn man dieses Setup vielleicht auch einfach im Raid-Boss ausprobiert, mit erhöhten Schaden und aufgeladener Super und dann Argans Zepter drauf. Aber allein um nur irgendwelche Sachen zu farmen in Dämmerungsstrikes, also etwas leichteren Dämmerungsstrikes oder halt auch in irgendwelchen Playlists oder vielleicht auch einfach einen Sektor machen, ist dieses Bild echt gut. Und außerdem macht es einfach Spaß, die ganze Zeit alles zu zerschmettern. Den Link zu dem Bild findet ihr unten, wie immer. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.